Hi, hier ist der Oliver Session Music in Frankfurt und ich zeige euch von Gibson, aus dem Gibson Custom Shop, die Collector's Choice 4, Sandy. Collector's Choice 4. Und ich muss sagen, es gibt so ein paar Gitarren, auf die warte ich wirklich mit schlotternden Knien und ich hatte auch ein bisschen Bauchkribbeln vor diesem Video. Und ich meine, spätestens nach der Goldie, die CC2, wartet man wirklich mit höchster Spannung auf die CC4. Und jetzt ist sie wirklich in meinen Armen, die CC4 Sandy. Ist eine Paula von Tom Whitrock, einer der großartigsten Sammler überhaupt, macht übrigens auch das Gibson Forum, moderiert da rum und ist wirklich einer der größten Sachverständigen, wenn es um alte 59er Les Pauls geht. Und das ist genau heute unser Thema, 1959er Les Pauls. Ich habe schon oft gesagt, die Dinger sind so teuer, dass man sie sich wirklich nicht allen Ernstes kaufen kann. Wenn man es möchte, ist okay. Ne? Wenn man wirklich unbegrenzt viel Geld hat, kann man das ruhig machen. Ja, warum auch nicht? Es gibt auch Leute, die kaufen sie immer noch. Aber die Dinger kosten, wenn es nicht so berühmte sind wie die Sandy zum Beispiel, kosten sie auf jeden Fall zwischen 180 und 250.000 Dollar oder Euro, ist in dem Fall egal, je nach Verhandlungsspielraum. Und Gitarren, die noch viel berühmter sind, weil sie vielleicht auch von anderen Gitarristen gespielt wurden, von berühmten Gitarristen gespielt wurden, oder wenn sie wichtige Bestandteile von großartigen Sammlungen sind, beziehungsweise Vorbilder sind für Gibson, sind noch teurer. Ja, ich weiß es nicht, so ein Ding könnte man schätzen auf 500.000 Dollar, vielleicht auch 1 Million Dollar. Ich weiß es nicht, welcher Verrückte sowas bezahlen würde. Auf jeden Fall sind die Dinger so teuer, dass man sie sich nicht kaufen kann. Ja? Und das führt uns genau zum Grund, warum es überhaupt die CC, sprich Collector's Choice, gibt. Gibson hat sich überlegt, okay, es gibt diese alten 59er des Pauls und die sind so begehrt, jetzt machen wir doch mal neben diesem VOS und Murphy Aged und wie auch immer Kram, richtige, echte Repliken. Und das bedeutet, dass man sich eine 59er des Pauls schnappt und die einfach ganz genau ausmisst und nachbaut und die in einer ganz kleinen Serie auf den Markt bringt, auch in der Originalfarbe, ja, mit den originalen Halsmaßen, mit dem Original Carving, mit den Original Bodymaßen, weil ihr müsst wissen, die Dinger waren früher handgebaut, ja, und da war es natürlich so, dass es immer kleine Unterschiede gab zwischen verschiedenen Les Pauls. Daher kommen auch die ganzen Halsprofile zustande. Ne? Es gibt ja ein bisschen flachere Hälse, es gibt volumigere Hälse. Ja? Die wurden natürlich alle von Hand-Rolled Necks, wie man so schön sagt. Ne? Und da sind natürlich die Les Pauls etwas unterschiedlich gewesen. Und so findet man sie auch in den Sammlungen. Ja? Ich meine, ich habe leider so eine berühmte noch nicht gespielt. Ich habe schon mal eine 58er gespielt und auch eine 59er Refinish gespielt. Und ich sage euch was, die Dinger klingen unfassbar offen, ja. Und das ist das, was mir bei der Sandy auch auffällt, ja. Auch schon bei der Goldie übrigens. Irgendwie scheinen die Jungs die Dinger auch vom Sound her so zu designen, dass es wirklich so klingt wie eine alte. Das ist echt unfassbar. Ihr habt es vielleicht gehört am Anfang, die Höhen
spratzeln oder batzeln einfach nur aus der Gitarre raus. Das ist einfach eine Sache, wenn man so spielt, die einen unfassbar inspiriert. Also mir geht's so, weil ich merke, wie die Saiten übers Plektrum kratzen, wie man so diese obergeilen Höhen rausbekommt. Dieses Das absolut Bemerkenswerteste an solchen teuren Gitarren ist natürlich, dass nach dem Anschlag geht das Feuerwerk nämlich erst los. Ja, bei billigen Gitarren oder billigeren Gitarren ist es so, dass nach dem Anschlag oft nicht mehr viel folgt. Aber hier ist es so, dass wenn ich anschlage, kommt dieses Back und danach kommt, dann mag es gar nicht mehr aufhören. Ja, das ist einfach. Niemand will es eigentlich mal hören auf dem Kanal, ne? Wenn ich da so rumsabbere, mir läuft hier die Spucke aus dem Mund, aber das ist echt unfassbar. Das ist unfassbar, wie die Höhen da oben klingeln, ne? Das ist echt krass, mir bleibt echt die Spucke weg. Ich meine, keiner will es mehr hören auf dem Kanal, ne? Wenn mir immer so der Sabber aus dem Mund läuft und dann warum führt er immer diese teuren Gitarren vor? Mittlerweile gibt es ja sogar Leute, die schreiben, Gitarren klingen doch alle gleich, das ist eh nur Saite und Pickup und so weiter. Ich muss euch mal sagen, ihr müsst echt mal zu uns kommen oder mal vielleicht bei einem Bekannten oder einfach mal eine gute Gitarre spielen und einfach mal fühlen, was das Instrument mit euch macht. Dann werdet ihr mein ganzes Gelaber in einem völlig anderen Licht sehen, ja, weil das ist wirklich so, dass jeder Ton und jeder Akkord und alles, was man auf der Gitarre fabriziert, einfach unglaublich inspirierend ist, weil einfach ein Feuerwerk entsteht, und zwar so ein dreidimensionales, buntes Feuerwerk an Tönen und Obertönen und Donk von mir aus, ja. Ja, das ist noch nicht mal mein Dö, das ist ein Dö, yeah. Das macht es, ist moduliert so, ja. Okay, CC4, das heißt natürlich auch, dass die Gitarre wirklich nach den Vorgaben gebaut ist, wie die Gitarre auch im Moment im Jahr 2012 existiert. Das heißt auch mit allen Macken. Ja? Wenn ihr euch das mal vorstellt, hier ja, sind Macken drauf, hier ist die Gitarre zerkratzt, hier ist der Lack gesprungen, hier ist sogar der Hals ist sogar überlackiert. Das bedeutet, ich habe hier praktisch Beschädigungen, die nicht mehr fühlbar sind, weil der Lack praktisch refinished wurde. Ja? Sogar daran wurde gedacht. Ja? Das ist unfassbar. Die Farbe ist natürlich ausgeblichen. Mittlerweile ist es ein Dirty Lemon. Man sieht noch, es ist ein bisschen so gelb, das Rot ist völlig ausgeblichen, ja. Praktisch die Kappen sind auch weg, ja. Und praktisch die Pickup-Kappen sind auch fort, ja. Und das so, deswegen hat die Gitarre natürlich auch so einen speziellen Sound, ne? Weil alles, was ihr praktisch an der Gitarre seht, das Maß vom Body, das Gewicht vom Body, auch die Dicke des Halses, der übrigens nicht so dick ist wie bei der Goldie, sondern hinten bisschen abgeflacht. Erinnert mich ein bisschen an die Don Felder, ja, vielleicht ein Hauch runder, aber sieht man natürlich jetzt auch hier ganz gut, die Gitarre ist ein ganz Hauch bisschen dünner. Wie ich schon vorhin gesagt habe, die Gitarren hatten früher echt unterschiedliche Hälse, ja, und in dem Fall haben wir es hier echt mit einem Original Sandy Hals zu tun, ja, ist echt unfassbar. Ich gehe mal auch eine Gainstufe runter. Thank you.
Es ist sowas von suppig und warm. Es klingt für mich immer so nach alter Treppe oder altem Kamin. Und ich vergesse manchmal, dass es eine E-Gitarre ist, ne? Weil das einfach so holzig fett klingt. Das ist echt krass. Ich meine, klar, man überlegt sich natürlich, warum müssen die immer die teuren Gitarren vorführen? Ja? Und warum gibt es überhaupt so teure Gitarren, wenn man doch auch eine VOS nehmen kann und so weiter? Ich meine, wir verfolgen ja dieses Gibson-Thema sehr leidenschaftlich, ja. Und ich mache mit Simon mir sehr, sehr viel Gedanken darüber, was kann man auf den Weg bringen. Wir haben ja zum Beispiel auch die Stinger-Serie auf den Weg gebracht. Wir haben damals die 58er Chambered auf den Weg gebracht und so weiter. Und so gibt es natürlich auch im Gibson Custom Shop die Möglichkeit, sich eine Gitarre nach Wunsch zusammenzubauen. Ja, das ist unfassbar. Ich habe das selber so nicht gewusst früher, dass die so flexibel sind, die Jungs. Ja? Das heißt, man kann sagen, pass mal auf, mir schwebt vor eine Gitarre mit Light White Body, wie auch immer, mit einem Halsprofil von der Goldie, Farbe irgendwie Aged Green Lemon, Burstbucker 2 und 3 und ich wünsche mir irgendwie praktisch so ein Ultra Aged von Murphy oder sowas. Ne? Das heißt, am Ende hat man dann eine Gitarre, die kostet dann 4.500, 5.500, 6.500 Euro, aber die gibt es nur ein einziges Mal, ja? Und entspricht auch von dem, was die Gitarre praktisch so klanglich auf den Weg bringt, genau dem, was ihr jetzt hier hört. Das ist dieselbe Klasse, aber man hat sich die selber zusammengestellt. Ja. Wir fahren jetzt im Oktober nach Nashville und schauen nach Decken, ja, und schauen nach Bodies und lassen uns da ein bisschen inspirieren. Und es ist wirklich so, ihr könnt den Jungs sagen, ey, ich habe auf der im Buch Beauty of the Burst eine bestimmte Gitarre gesehen, die hat so eine geile Farbe, irgendwie Appetite Burst oder wie auch immer. Was gibt es denn da für eine Decke, die dazu gut passen würde? Ja, da gehen wir hin, ja, machen von den Decken Fotos, ja, oder verbinden euch mit Skype und lassen euch direkt live auf die Decken schauen. Und da kann sich echt jeder, der will, so eine Gitarre aussuchen. Ja, ist unfassbar. Die Jungs sind so schnell auch, ja. Ich meine, ich habe nicht gedacht, dass die so schnell auch da sind, die Sandys, ja. Und ich war jetzt von ein paar Tagen im Lager und habe mir die Dinger angeschaut, habe natürlich sofort, ja, und die hat es mir echt extrem angetan. Und deswegen habe ich es heute mal auch hierher gebracht ins Video. Und natürlich, wenn ich halt eine Goldie gemacht habe, muss ich auch eine Sandy machen. Das erwartet natürlich der Kanal, ja. Das ist der Hammer. Was eigentlich das Krasseste ist an dieser Gitarre, ist, dass ich je nachdem, wie ich es ihr gebe, kommt es zurück. Ja. Ich habe sie nicht zurückgedreht, ne, sondern sie ist einfach voll offen. Und wenn ich reinboller, dann explodiert es raus. Ja. Das ist einfach. Gehen so, dass die Gitarre mir unglaublich viel Suppe drunter liefert. Ne? Wenn ich dann diese ganzen Palm-Mutes mache oder wenn ich versuche so zu quietschen, dann habe ich unter dem Anschlag total viel Fundament, was mich so stützt, ja, und was auch die Noten stützt und was mir dieses geile fette Sustain liefert, ja. Das ist das echt, was
was nach so einer Gitarre süchtig macht. Das ist echt so. Oft im Verkauf oben, wenn wir dann eine 58er oder 59er zeigen und dann ist mal so eine Murphy im Spiel oder vielleicht so eine Collector's Choice, die Leute spielen die und die erschrecken sich. Ne? Denken so, ich habe ja schon oft gehört, dass das so sein soll und so weiter, aber irgendwie, und dann spielen sie es und auf einmal heißt, wie krass, wie teuer ist die denn? Ja? Ich meine, als die Goldie rauskam, war es so, das weiß ich noch, im Forum hatte noch jemand gepostet, ey, ich habe gesehen, die Goldie kommt CC2 und sind die wirklich so geil? Ja? Und da haben sie ihn alle zerrissen, haben sie ihn alle ausgelacht. Ne? Meinten, ja, wahrscheinlich sind die Goldies so geil, weil sie kein Brazilian Rosewood drauf haben und so weiter. Haben sie ihn voll ausgelacht. Und es hat sich dann in den nächsten Wochen, als die Goldies auf den Markt kamen, total gedreht. Auf einmal hieß es, oh, wer hat noch eine Goldie? Ich will auch so eine haben und so. Die sind alle ausverkauft. Ja? Daran sieht man, wie geil die Gitarren sind, ja, wie krass die sich auch absetzen, ja, und wie gut die Jungs von Gibson so Gitarren auf den Punkt bauen, ja. Wie viele Goldies habe ich gespielt? 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 6 oder 7 und die waren alle gleich geil, ich schwör's euch, die wogen alle zwischen 3,8 und 3,95 Kilo, ja, und die klangen alle total offen und blubberig unten, ja. Die CC4 ist in den Mitten ein bisschen dichter, ein bisschen quakiger, hat nicht diese endlos breite Suppe praktisch untenrum und die Höhen oben sind ein bisschen kompakter, die spratzen nicht ganz so weit auf wie bei der Goldie. Aber so ist natürlich jede Gitarre anders. Was mich aber echt wundert, ist, dass die Jungs von Gibson so Gitarren auch in der Summe auf den Punkt bauen. Ne? Ich habe ja, also 6 Stück habe ich jetzt gespielt und mir fiel es wirklich schwer, am Amp, wenn die gut eingespielt sind und sind alle gut gestimmt, wirklich signifikante, wichtige Unterschiede festzustellen. Natürlich ist halt die eine ein bisschen mittiger, die eine ein bisschen bassiger, die eine ein bisschen höher, aber von der Liga rangieren sie alle so in einem Club da oben. Ja? Und da muss ich echt sagen, Hut ab. Die Jungs schaffen es, die Gitarren einfach auf den Punkt zu bauen. Ne? Das macht mich echt fertig, weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie sie es ganz genau machen. Aber vielleicht finde ich das ja im Oktober raus, wenn ich nach Nashville fliege. Ja. Da sind wir auch schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute die Collector's Choice 4 Sandy gezeigt und mir schlottern echt immer noch die Knie. Ja, wir mussten echt den Videodreh unterbrechen, weil ich echt einen Faden verloren habe. Ich meine, es kommt echt selten vor, dass ich nicht mehr weiß, was ich sage. Ja, aber ich habe gespielt und musste nur noch an diesen Ton denken, nur noch an das Sustain denken und die Gitarre und irgendwie hab ich mich dann verlabert, musste mal schneiden. Kommt nicht oft vor. Ich habe die Gitarre natürlich wie immer direkt aus der Ausstellung gezogen. Ihr seht, hinter mir sind die ganzen Les Pauls, VHS 59er, 58er natürlich auch da, 56er Goldtop, alles, was ihr euch nur vorstellen könnt und natürlich auch die Collector's Choice. Ja, super geile Gitarren, die wir natürlich auch verschicken. 66 Tage haben wir den Umtausch, 33 Tage gibt es auch die Kohle zurück. Mir ist aber lieber, ihr kommt vorbei und spielt die Gitarre hier einfach vor Ort, weil ihr einfach mal hören müsst, wie diese Dinger klingen. Ich habe schon Termine gemacht mit Leuten, die eine Goldie haben, die jetzt sagen, oh, ich muss auch die Sandy hören. Super geile Geschichte. Vielleicht bringe ich sogar eine mit auf meiner Roadshow in Osnabrück. Muss mal schauen, ob noch eine übrig bleibt. Da kann ich es euch natürlich auch nochmal zeigen. Super geile Geschichte. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich sage tschüss.